Hey, spontane Folge, FTDLP. Und wahrscheinlich auch etwas kurze. Mal sehen. Ja, ich habe nicht sonderlich viel getan. Allerdings habe ich etwas festgestellt. Und zwar haben wir etwas übersehen. Wir haben nämlich nicht im Netzwerk gesucht. Service. Da haben wir es. Tun wir einfach hier rein. Ich habe übrigens eine zweite Industrial Centrifuge gecraftet. Ich weiß nicht, ob ich das bereits gezeigt hatte. Dadurch geht es jetzt doppelt so schnell. Nicht Nickel. Platino. Hier da rein. Da rein. 5, 6, 7, 8. Ach, wir müssen alle drei verarbeiten. Okay. Das kann natürlich kurz dauern. Wir können aber schon mal anfangen, die Iridiumplatten zu machen. Industrial Diamonds haben wir noch vom letzten Industrial Diamond herstellen irgendwo übrig. Ich habe gerade nur vergessen, wo. Haben wir noch hier Advanced Alloys? Hey, cool, wir haben sogar noch welche. Aber wir brauchen deutlich mehr. Hier nicht. Aber die Industrial Diamonds. Hier auch nichts. Na, schade. Dann nehmen wir für Bronze. Viertel. Und womit haben wir das sonst gecraftet? Invar. Also, haben wir noch irgendwo Ingwer? Wahrscheinlich nicht. Dann nehmen wir zwei Nickel bzw. Ferrus, vier Eisen. So geht das ja. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Eisenstaub. Ach, ich bin blöd. Das hätten wir auch direkt da rein tun können. Was mache ich da? Warte, das ist alles drei Eisen? Ja. Ach, da ist Nickel. Drei Invar. Gut, jetzt wo wir das haben, können wir auch das zweite Eisen pulverisieren. Und das Nickel am besten auch. Weil ich gerade eh das Inventar nicht ausleere. Und so haben wir mehr Platz im Inventar. Obwohl doch, ich muss das gleich mal ausleeren. Also Nickel rein. Nein, ja, nicht das Nickel. Invar. Dann vierten Platten. Das ist die Canning Machine. Vierten Platten. Vier Bronzeplatten, Industrial Diamond, Iridium, wegen dem Nickel wurde natürlich jetzt hier nichts gemacht. Toll. Läuft ja super. Ich wollte doch nur schnell an der AV-Solarzelle arbeiten. Wie ist das denn so schwer? Wie steht's hier? Cool. Gleich die letzte Platte fertig. Also das letzte Iridium. Ich mache jetzt einfach Crafting-Schnellvorgang. Ohne viel dazu zu sagen, würde ich sagen. Übrigens, hier habe ich angefangen, ein wenig zuzubauen. Ich muss noch mindestens eine Ebene Cobblestone an die Decke klatschen. Weil das hier ist ja gleichzeitig auch der Boden der Außenseite. Und ich will natürlich definitiv eine separate Decke vom
Boden haben, weil den hier darf ich niemals austauschen, dann sieht man es ja von außen. Sonst noch irgendwas Neues? Bisschen Jojo produziert. Die Bienen haben wahrscheinlich jetzt ewig viel Zeit zum Produzieren von Kram gehabt. Aber sonst sollte eigentlich gerade nichts Neues mehr sein. Haben wir die Warding Machine. Wird Zeit, die mal wieder zu benutzen. Und Iridium Alloy Ingot. Perfekt, genau jetzt ist es fertig. Und Iridium. Iridium Alloy Ingot. Ja. Das gibt dann. Fertige Iridiumplatten. Geil. Für bessere Stromproduktion würde ich mal sorgen durch Schlafen. Das Cheaten dort entstand dort übrigens durch Strick. Also so kann man irgendwie einerseits sortieren, aber manchmal cheatet man sich dann auch. Ich verstehe noch nicht, wann man cheatet und wann man sortiert. Naja, egal. Dann Solar Panel. Hybrid. Die Iridiumplatten haben wir. Carbonplatten haben wir auch. Da. Lapislazuli-Block lässt sich ganz leicht herstellen. Advanced Circuits haben wir jetzt auch. Dann fehlt noch die Solarzelle und das Enriched Zanarium. Oh. Ich glaube nicht, dass wir 8 Uraniumbarren haben. Oder? Oh, okay, doch, wir haben auf Vorrat gepresst. Dann brauchen wir noch 6 Juju, eine Menge Glowstone. Dann haben wir es. Ah ja, und die Solarzelle natürlich noch. Aber ich glaube, jetzt haben wir alles. Aber oh, wie cool. Also, wir brauchen den Lapis-Block. Craften. Das. Craften. Das. Craften. Das. So. 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 Und. Eine Hybrid-Solar-Panel. 64 EU pro Tick am Tag, 8 EU pro Tick in der Nacht. Oh, ist das schön. Sie ist fertig. Einfach mal quasi 8 von denen hier auf einmal gecraftet. Das ist absolut cool. Mal schauen, wie haben wir eigentlich bisher produziert? Wir haben bisher 8, 16, 32, 40, 43 plus 8, 51. Stimmt, hatte ich ja letztens schon ausgerechnet. Und jetzt haben wir 64, 72, 80, 96. 99, 107 EU pro Tick statt 51 EU pro Tick. Wir haben es mal eben so mehr als verdoppelt. Oh, schön. Da haben wir hier unten ja noch, was ich immer vergesse zu erwähnen, eine EU-Produktion von 240 EU pro Tick. Ja, die Lava macht nach wie vor unseren größten Anteil aus, das vergesse ich immer zu erwähnen. War mir auch nie so recht bewusst. Ich vergesse die immer.
So schön verborgen da unten. Wir haben jedenfalls gerade unsere Energieproduktion drastisch gestiegen im Vergleich zu vorher. Juju sollte jetzt auf die Dauer deutlich schneller produziert werden. Okay. Ja, gut. Es dauert schon noch eine Weile für 1%. Trotzdem, es ist schon cool. Oder? Also ich finde es super. Das ist im Grunde auch alles, was ich jetzt auf die Schnelle machen wollte. Mehr habe ich nicht geplant. Ich möchte hier nochmal erwähnen, dass ich natürlich häufig offscreen auch Kleinigkeiten mache. Wie zum Beispiel Rubinstaub zu Chromstaub verarbeiten und Schrägstrich oder diesen dann zu Chrombarren verarbeiten. Na gut, das habe ich noch nie getan, außerhalb der Aufnahme. Ich habe ja, glaube ich, erst einmal Chrom hergestellt. Und so, naja. Oder Erze verarbeiten. Das ist halt so, was ich offscreen tue. So Kleinigkeiten. Und voll cool, wir haben 8 Chrom. Wir haben genug Rubinstoff für 8 Chrom gehabt. Das heißt, wir können theoretisch 2 Advanced Machine Blocks oder so machen. Also 2 Highly Advanced Machine Blocks. Also wir können irgendwelche guten Maschinen theoretisch craften. Der Gedanke daran ist schon ziemlich interessant. Ja, wir können das Chrom vielleicht bald mal nutzen. Vor allem sollten wir irgendwann das Netzwerk demnächst ausbauen. Also wirklich ausbauen, nicht Ansätze machen, sondern ein ordentliches Lagersystem machen. Dieses Crafting-Ding hier ist auch ein Witz. Ich meine, gut, lassen wir mal ein Stack Holz craften. Sagen wir mal, ich möchte jetzt 8 Kisten craften. Also brauche ich erstmal ein Stack Holz. Naja, es geht durchaus schneller. Übrigens habe ich das Holzrezept ersetzt. Es funktioniert jetzt mit einer Säge. Also doppelte Holzmenge. Ich habe das Netzwerk ja bisher immer ohne Säge craften lassen. 2 Stück, jetzt gibt es mal 4 Stück. Solange bis die Säge kaputt ist, dann kann das Netzwerk kein Holz mehr craften. Theoretisch müsste ich dem Netzwerk jetzt auch beibringen, wie es Sägen craftet, aber die brauchen Platten und Hämmer und Pfeilen und ja, das heißt, ich müsste dem Netzwerk noch so viel mehr beibringen. Und es hat noch gar nicht die Maschinen und Möglichkeiten, um sich den Kram selbst herzustellen. Das heißt, ich müsste da dauernd irgendwelche Platten und so viel reinschmeißen, oder damit es Holz produzieren kann. Es ist einfach noch nicht so weit, dass es das braucht, das Netzwerk. Derzeit schmeiße ich noch sowas wie Sägen oder so selbst rein. Ansonsten weiß ich gerade, um ehrlich zu sein, nicht, was ich tun könnte. Vielleicht könnten wir irgendwann mal das Haus verschönern. Wir wollten ja schon ewig hier Material in Decke, Wand und Boden einsetzen. Wir könnten auch irgendwelche schönen Lampen mal verwenden. Oder was weiß ich. Es gibt noch vieles, was wir tun können. Nur habe ich gerade keine Idee, was. Genau, wir können mit Construction Form bald mal arbeiten. Aber ansonsten. Tut mir leid, habe ich gerade absolut keine Idee, was man machen könnte. Einen Reaktor können wir demnächst mal machen. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das uns sonderlich was bringen würde.
Ich finde, eigentlich können wir uns mal einen Reaktor machen. Warum nicht? Reaktor. Das nötige Uranium besitzen wir. Zuerst brauchen wir eine Reactor-Chamber, das heißt, 4 Dense Copper. Oh, ich glaube, wir haben nicht genug Kupfer. Ich glaube, da treten wir an einen Kupfermangel. Könnte reichen. Wir brauchen 4 Dense Copper Plates, was nichts anderes als 8 Copper Plates im Kompressor sind. Mit anderen Worten, das hier kostet einen halben Stack Kupfer. Allein diese 4 Dense Copper Plates. Und ein Maschinenblock. Nee, zuerst brauchen wir den Nuclear Reactor, der 3 davon braucht. Das heißt, ein halber Stack Kupfer für eine, anderthalb für drei. Mit anderen Worten, 96 Kupfer. Wir haben insgesamt nur 117. Wir würden fast unser gesamtes Kupfer aufbrauchen. Naja, wäre jetzt nicht so berauschend. Ich würde sagen, zu dem Reaktorquaffen heben wir uns bis zur nächsten Quarry ab. Obwohl. Moment. Ich vergesse immer, dass wir hier ja noch eine Quarry haben, die wir im Grunde hier noch mit allem allein gelassen haben. Okay, Kupfer ist kein Problem. Bisschen nehme ich mit. Moment, was war da? Achso, ich dachte gerade, ich hätte Iridium gesehen. War nur Zertusquarzstaub. Die Farbe ist sehr ähnlich. Und da hinten war das Twilight Forest Portal. Da können wir vielleicht auch bald mal reingehen und mal wirklich was machen, nicht nur drum rumfliegen. So, Kupfer rein, Kupfer rein. Und Kupfer. Platten, müsst ihr brauchen Kupferplatten. Gut, wir brauchen auch noch Maschinenblöcke. Und die können wir uns ja gerade kümmern. Beziehungsweise können wir nicht, da wir keine Refund Iron Plates haben. Hier. So. Strommangel. Die arbeiten nur noch, wenn sie genug Strom angesammelt haben. Vielleicht sollten wir den Metal Fabricator mal vom Strom nehmen. Oh, der ist schon vom Strom. Was zieht dann den ganzen Strom? Wir haben Strom. Wo geht er dann hin? Also wir haben hier das Arbeiten, das Arbeiten, das Arbeiten, das Arbeiten, das Arbeiten. Das ist nicht viel. Also es sieht nach viel aus, aber es kostet nicht viel Strom. Chrom ist auch fertig. Okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass das alles aus der Bedbox hier kommt. Bedboxen können halt maximal 32 EU pro Tick abschicken. Von daher nicht sehr viel für all die Maschinen. Wir können die vielleicht irgendwann mal zu MV upgraden, also so dass sie MV auch annehmen, ohne zu explodieren, dann die Bedbox wegnehmen. Ab da können die dann. Was ist alles MV? Moment. HV ist 512. Ich glaube, alles bis 511 ist MV. Also da kann dann deutlich mehr Strom durch. Oder? Nee, 32 mal 8. Ach, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ab wann es MV ist. Jedenfalls deutlich mehr könnte dann dadurch. Und dann würden die Maschinen auch genug Strom bekommen, um gleichzeitig zu laufen. Oh. Ich habe das versehentlich mit dem Wrench rechtsgeklickt.
Jetzt sitzt der Output oben drauf. Beziehungsweise dieser Slot, der eigentlich nichts bringt. Ich habe noch nie Nutzen dafür gefunden. So, wir brauchen 4. Ach, erstmal rein. Okay, ich würde sagen, mit dem Reaktor machen wir dann bei nächster Gelegenheit weiter. Ansonsten kümmere ich mich auch schon weiter um Bienen und Erze und so ein Kram. Und bin dann jetzt weg. Ciao.